Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14 mit mir, DF, und ich habe in diesem Let's Play noch nicht, wie in meinen anderen Let's Plays, rumgeheult, dass ich krank bin. Es geht mittlerweile, aber ich kann nicht lange aufnehmen, also beziehungsweise habe gemerkt, wenn ich länger aufnehme, dann wird es mir einfach schlechter gehen, und das habe ich halt bei Dinges gemerkt, bei Blue Dragon. Und auch bei Final Fantasy 16, Echoes of the Fallen, dem DLC da, das habe ich ja gerade auf Pause, weil ich habe nicht mehr viel auf Lager. Zum Beispiel heute kam die letzte Folge Final Fantasy 14 online und ich muss hoffentlich viel aufnehmen. Also ich hoffe, ich kann viel aufnehmen. Ich sehe gerade, da ist irgendwas am Leuchten. Was ist das hier? Kann ich jetzt damit irgendwie was machen? Nö. No. Weil das ist hier einer der roten Punkte. Der hier ist eine Waffenkiste, die ein bisschen sehr unnütz für mich ist. Mittlerweile. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich heute gerne ein bisschen mehr aufnehmen. Bei mir gehen halt, also ich habe halt keine Final Fantasy 14 Folge für morgen oder die Tage da hinüber sowieso nicht. Deswegen wäre es schön, wenn ich ein bisschen mehr aufnehmen würde. Ich bin auch im Überlegen, ob ich bei Fantasy 14, ich weiß, ein bisschen doof, aber auch wieder pausiere, weil ich habe gerade keine Folgen für nix. Auch Blue Dragon habe ich nur noch für 4 Tage. Und ich nehme auch nur Final Fantasy 14 auf, weil ich nichts habe an Final Fantasy 14. Deswegen nehme ich nicht Blue Dragon auf, was ich eigentlich aufnehmen wollte, weil ich da auch nicht mehr viele Folgen habe. Ich fühle mich halt... Heute geht es irgendwie ein bisschen mit dem Scheiße fühlen. Aber normalerweise fühle ich mich so schlecht, dass ich nicht mehr spielen und aufnehmen kann. Oder wenn dann nicht lange mehr als eine Stunde. Meistens habe ich nicht mal eine Stunde geschafft. Aber mehr als eine Stunde kriege ich nicht hin. Mal gucken, ob das heute anders ist. Giodo, was ist denn los, du komisches Fischding? Gibt es schon eine Ausgabe? Ja, Lise? Was? Warum lachst du so? Was willst du von mir? Spotz. Er spricht? Ja, wieso sollte er nicht sprechen? Sprecher Hund... Was? Hundsfurt. Glück für dich, dass Zahltag ist und ich gut aufgelegt bin. Wieso spricht der das F so komisch aus? Also was willst du von mir, Fremde? Es hieß, dass du ein Boot beschaffen kannst oder so. Entschuldige, es ist das erste Mal, dass ich eine Kreatur wie dich sehe. Giodo lautet dein Name richtig, also Herr Giodo. Wir suchen diese beiden Personen, hast du sie vielleicht gesehen? Ah ja, das war das, ja. Wir suchen ja kein Schiff, wir suchen Yugiri und Gosetsu. Da, das tolle Bild. Wird wahrscheinlich nochmal eingeblendet, ne? Oder auch nicht. Da kenne ich die beiden. Hab sie zum Festland drüber geschifft, weil sie so gebettelt und gefleht haben. Der hat's gemacht? Wirklich, das ist ja wunderbar. Kannst du es vielleicht auch übersetzen? Oh, Frage. Aber klar, die Fischbrühe wird ein Schiff auftreiben. Die Überfahrt ist aber nicht ungefährlich. Wie in der Szene muss ich dafür mich lohnen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, wie viel? Wir haben Geld. Mehr oder weniger. Wie viel willst du denn? Herr Taro hat doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich mich aus der Bundkasse bediene, um die Überfahrt zu bezahlen. Was meinst du? Ja. Das muss ich noch erst noch mit meinen Freunden beraten. Wir werden ebenfalls mitfahren. Ja, aber Dalli, wir brechen auf, wenn es dunkel wird. Trefft mich nach Sonnenuntergang auf der Tasogare-Brücke. Vergesst die Gil nicht. Ja, du komisches Tierchen. Wurde uns überhaupt gesagt, was das für eine Art Wesen ist? Nicht ein Durchbruch. Lass uns rasch zu den anderen ins Handel, im Handelshaus zurückkehren, um ihnen alles zu berichten. Machen wir das mal. Ich gehe zu dem nächstgelegenen... wie heißt die nochmal? Eteriten?
Also wie gesagt, ich bin am überlegen, ob ich Final Fantasy 14 wieder pausiere. Das ist ein bisschen doof, aber ich habe gerade irgendwie... Halt, mir geht's halt wirklich dreckig. Heute geht's tatsächlich. Aber mir geht's halt so dreckig, dass ich nicht lange spielen kann, weil... Dann, also es wird nur schlimmer tatsächlich, wenn ich zocke und rede. Dann fühle ich mich einfach richtig mies. Ich habe Schwindel. Kopfschmerzen geht mittlerweile. Habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Und so ein Schwächegefühl habe ich momentan. Und das ist alles nicht so geil. Vor allem das Schwächegefühl, das kommt sehr, und der Schwindel, wenn ich länger spiele und dabei rede. Weiß nicht warum, weil ich kann mir auch Videos angucken von Videospielen und da passiert nichts. Aber wenn ich selber spiele und dabei rede, da wird mir einfach schwindelig und mir wird auch einfach, also mir wird nicht gut. Herzlich willkommen, unser Handelshaus freut sich über jeden Besucher, insbesondere die, bei denen der Geld etwas lockerer in der Tasche sitzt. Den Sitzungsraum betreten. Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die müsste ich gleich mal angucken. Mache ich mal kurz jetzt. Ich habe die Nachricht, das ist eine Sprachnachricht, deswegen höre ich die auch nicht ab. Aber die wird, ich kann mir denken, was das für eine Nachricht ist. Deswegen höre ich sie nicht ab und spiele lieber weiter. Moin, wir haben Darwin gefunden. Wir haben uns mit einigen Händlern und Kapitänen auf P1 unterhalten. Mehrere Leute haben einen Samurai gesehen, dessen Beschreibung auf Gosetsu passt. Er soll sich nach einem Schiff, das zum Festland übersetzt, erkundigt haben. Von Yugi fehlt leider jede Spur. Ja, das war komisch. Ich werde nicht glauben, was wir erfahren haben. Da war dieser komische Fischjunge. Ich will nicht Mann sagen, weil er so klein ist. Dieser Fischmensch. Dieser Giolo hat also Gosetsu und Yugi auf einen Platz auf seinem Schiff angeboten und möchte uns jetzt den gleichen Gefallen erweisen. Finde ich sehr merkwürdig. Weiß ich, das gefällt mir nicht. Ja, finde ich auch irgendwie komisch. Mir auch nicht. Es steht außer Frage, dass wir einen Wucherpreis bezahlen, den er verlangt. Das habe ich damit nicht gemeint. Giolo hat einen zweifelhaften Ruf unter den Händlern. Er soll die Leute gerne über den Tisch ziehen und selbst eine schlechte Zahlungsmoral haben. Okay. Mehr ich über die Sache nachdenke, desto verdächtiger kommt mir alles. Wo alles von Befragten haben berichtet, dass Gosetsu alleine unterwegs war. Nur Giolo behauptet etwas anderes. Ja, er lügt. Man kann es sein, dass Gosetsu und Yugi erst getrennte Wege gingen und sich erst wieder getroffen haben, als ein Schiff gefunden war? Ja, das könnte auch sein. Die Möglichkeit ist nicht ganz auszuschließen, allerdings ist Vorsicht geboten. Oder habt ihr vergessen, dass Kugane die Stadt der Spionage ist? Die neue Statthalterin von Doma ist eine argwöhnische Frau. Überall hat sie ihre Spione, die ihr sofort berichten, wenn jemand auch nur das Wort Widerschein in den Mund nimmt. Klinge ich paranoid, aber ich, was, wenn ich recht habe? Nehmen wir an, du hast recht und Giolo arbeitet für die Galea. Dann hat er bestimmt auch Gosetsu und Yugi verraten und die beiden befinden sich jetzt in die Gewalt der Feinde. Jetzt setzt er uns wie gewünscht zum Festland über, haben wir uns umsonst gesorgt. Falls sich sein Angebot aber als Falle herausstellt, schnappt mir das Fischgesicht und prügeln die Wahrheit aus ihm heraus. Ja, wieso nicht? Bei dir klingt immer alles so fein einfach, Lisa, aber das mag ich gerade an dir. Na gut, bereiten wir uns auf den schlimmstmöglichen Fall vor. Tataru bleibt hier und ich werde auf euch anderen im sicheren Abstand folgen, für den Fall, dass Giolo unlautere Absichten hegt. Ich kann gerade nicht lesen. Ich rate euch, dringlich Auseinandersetzung mit dem Galeeren aus dem Weg zu gehen. Ihr wisst ja, in Kugane herrschen strenge Gesetze und die Sekisigumi geht mit denen, die sie brechen, scharf ins Gericht. Es könnte sich wohl Ausländer verhaftet, weil sie sich in einen Streit hatte verwickeln lassen. Wenn irgendwas ist, kehrt ihr bitte unverzüglich hierher zurück. Ja, wir kämpfen nicht. Sage ich einfach mal. Alice. Also nochmals, Dave und Lisa und ich treffen Giolo am vereinbarten Ort. Alfino folgt uns möglichst unauffällig im Falle, dass Giolo mit den Galeeren unter einer Decke steckt. Sollte sich ihr Verdacht bestätigen, hilft Alfino, die Feinde abzuwehren. Sobald sich Lise Giolo geschnappt hat, setzen wir allen den Rückzug an und kehren zum Handelshaus zurück. Wir müssen äußerst vorsichtig sein und dürfen auf keinen Fall die Aufmerksamkeit der Sekisigumi erregen. Er hat jeder verstanden, was er zu tun hat? Ja klar. Vielleicht täuschen wir uns ja und dieser Giolo ist nur ein harmloses Fischgesicht. Ich hoffe es auch für ihn. Dann zurück zu Giolo.
Tasugare-Brücke. Da gehen wir mal hin. Wo ist die? Die ist da hinten. Da. Ist da irgendwie... Ja, ich glaube, das wäre der nächste Etherit. Wo ist hier der Etherit? Da. Wieso ruckelt es hier und da ein bisschen? Das mag ich nicht. Ich muss, glaube ich, in das Gasthaus rein. Was ich ja von hier aus kann. Und dann muss ich da hoch, glaube ich. Also ich würde es kacke finden, wenn ich Final Fantasy XIV wieder pausieren würde. Oh, da passiert was. Aber wie gesagt, ich habe sehr viel andere Sachen irgendwie zu tun. Und mir geht's halt nicht gut. Und bei zum Beispiel bei Blue Dragon kann ich jederzeit mehr oder weniger, wenn ich speichern kann, weil ich das halt abrechnen. Aber hier irgendwie im in einem Online-Spiel. Wenn ich nicht gerade irgendwie in der Prüfung bin, ja. Selbst in Dungeons könnte ich abbrechen, weil ich die ja mit NPCs mache. Aber wenn ich in der Prüfung bin, mit anderen Spielern, dann fände ich das ein bisschen doof, dass ich da plötzlich einfach aufhöre. Das ist also der Treffpunkt. Wir müssen auf alles gefasst sein. DF, bist du bereit? Ja, bin ich. Außerdem finde ich es doof, wenn ich mitten im Dungeon aufhören würde. Weil dann müsste ich den ja nächstes Mal nochmal anfangen und so. Deswegen mal gucken, wie es mit meinem gesundheitlichen Zustand weitergeht. Erstmal will ich Final Fantasy 14 ein bisschen weitermachen. Ah ja, wir dürfen eigentlich nicht kämpfen, ne? Wieso ist hier so ein Spieleinhalt? Wann kommt er endlich? Ja, gute Frage. Das ist eh eine Falle. Da ist er. Der kleine Scheißer. Entschuldigung fürs Warten. Schnell, folgt mir. Wohin? Aber wohin? Alfino ist auch irgendwo. Wo ist, weiß ich aber gerade nicht. Wo lockt der uns denn hin? Hier ist kein Schiff und nix. Das ist so eine Falle. Was soll das? Wo ist das Schiff, von dem du gesprochen hast? Entschuldigung, Entschuldigung. Das Schiff ist längst verpfändet. Das war eine Falle. Hierher, gnädigste Herrschaften. Hier sind die Hundsfötte, die über die Rubinsee nach Doma wollten. Sind Hundsfötte? Ja, das sind Galea. Wusste ich's doch. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Entschuldigung, aber Geschäft ist Geschäft. Muss auch von das leben. Wie er redet. Der wird jetzt weggekickt. Deine Ausreden höre ich mir später an. Alter. So, der gibt erstmal Ruhe. Und als nächstes sind die Soldaten dran. Aber kämpfen ist untersagt. Aber kämpfen ist untersagt. Muss ich doch das bekämpfen werden. Okay, dann hauen wir einfach mal drauf. Ich habe lange nicht mehr gespielt. So lange auch nicht mehr, aber okay, ich sollte mal ein bisschen rauszoomen. Ich würde mal kurz rausgehen. Vielleicht mache ich den hier.
Weiß nicht, den greife ich an? Okay. Okay, dann auf den. Das, wieso steht Lisa einfach nur rum? Das war ja ziemlich easy. Bis jetzt. Aber wir werden sowas von Ärger kriegen. Ah, Alfino war auch da. Ja, das ist so ein... Was ist da los? Habt ihr das gehört? Die Siki Saigumi ist hinter uns her. Wir müssen das Handelshaus erreichen, bevor sie uns erwischen. Was weiß ich doch, einer ziemlich verschwert benutzt einen von Tataros Rauchbomben. Nutzt im Kampf Rauchbomben, um eine Verhaftung zu entgehen. Wenn du einen Siki Saigumi Wache angreifst, verlierst du den Kampf. Okay. Wie benutze ich denn die Rauchbombe? Wahrscheinlich. Anvisieren und eine Rauchbombe wählen, ne? Okay, Spezialkommandos. Spezialkommandos ist auch eine besondere Situation während bestimmter Aufträge oder Kämpfen auf. Das Kommando mit einem Linksklick auf das erscheinende Symbol aus. Die Zuweisung kann unter Tastbelegung geändert werden. Manche Spezialkommandos haben nur eine begrenzte Anzahl von Verwendungen. Ja, 9 von 9. Das ist eine Chance, also überlegt ein. Okay. Dann wollen wir mal. Wir sollten uns aufteilen. Lass die Fall. Ach, Kacke. Ja, hallo? Ah, jetzt darf ich. Ich muss mal kurz weg. Ich weiß nicht, wann dann. Hier ist auch einer. Scheiß die Wandern. Darf ich? Danke. Muss hier mal kurz weg. Muss ich die anderen... sind zu viele Wachen. Wir müssen, falls möglich, einen anderen Weg gehen. Ach, die kommen hier hinterher, oder was? Oh, scheiß die Wandern. Kann ich hier durch? Kann ich das? Also geht das? Anscheinend. Nee, es geht hier glaube ich nicht weiter. Scheiße. Ah, das wäre so cool gewesen. Oh Mann. Ich habe doch nicht so viele Rauchbomben. Dann gehen wir hier lang. Nein, geh weg. Geh. Lass mich in Ruhe. Geh mir hier oben lang. Hab ich. Ja, ich hab einen Timer. Ich sollte das hier ausmachen? Vielleicht. Mögen die das? Ach, Kacke, da kam ich nicht lang. Okay. Das erhöht nicht meine Akku-Reichweite, deswegen können die, sehen die mich und so. Oh, kack die Wand an. Ehrlich. Der sieht mich gerade nicht, also kann ich einfach an ihm vorbeigehen. Ah, oh, scheiße, da ist noch einer. Kann ich hier... Einfach die Wand hier entlang. Okay, ich muss hier lang. Kommt mit mir, ich werde euch den Weg zeigen. Wollte ich ja cool. Pushin, er ist ein Fisch und jetzt eine Schildkröte, aber uns bleibt keine andere Wahl. Okay. Hier, folgen wir ihm. Irgendwie glaube ich da nichts von, aber na, machen wir mal. Er ist ja freundlich anscheinend. Gott sei Dank.
Ist euch nichts passiert? Ah, scheiße, ich hab's zu lange gelesen. Versteckt euch hier. Oh, das war's. Ich dachte, wir sollten zum Handelshaus zurück. Aber was ist diese Schildkrötenmensch für einer? Versteckt euch hier und psst. Hör, Ninja Turtle, was machst du? Er schickt die wahrscheinlich weg. Macht schon, sie können nicht weit sein. Hey, du Kröte. Sind dir 4 Ausländer aufgefallen? Darunter eine Frau mit Manneskräften, die einen Bewusstlosen wie einen Sack Toffeln über die Schulter trägt? Was sind Toffeln? Vor allem eine Frau mit Manneskräften, das ist ganz... Okay. Wenn ihr meint, so reden zu müssen. Was sind Toffeln? Ach so, die... Ja... Unverschämt, haben mich einfach umgerannt, haben sich nicht einmal entschuldigt, sind in diese Richtung weitergerannt. Da hinten. Ah, hab vielen Dank. Weiter geht's, wir müssen die Unruhestifter fangen. Was will Leonardo von uns? Wieso hilft er uns? Alles in Ordnung. Die Kerle sind weg, suchen am falschen Ort nach euch. Wieso redest du so lange, weil du eine Schildkröte bist? Deswegen redest du langsam. Ihr gehört doch zur Ostaldenart Handelsgesellschaft. Ich weiß, eine Abkürzung folgt mir. Okay, Donatello. Machen wir das mal. Wir haben es geschafft, mehr oder weniger. Ah, die Damen und Herren des Bundes der Morgenröte sind wohlbehalten zurück. Man hat uns eine Falle gestellt. Ich wusste doch, dass wir diesem glitschigen Kerl nicht trauen dürfen. Er hat uns an die Galea verkauft. Falls er weiß, wo Yugiri und Kosetsu sind, werde ich es schon aus ihm herausprügeln, wenn er aufwacht. Ich gucke das einfach so gut. Ich sage nur Bravo. Ich war schon in Sorge, weil doch an jeder Ecke Wachen der Sekisegumi lauern. Doch ich hätte wissen müssen, dass die Mitglieder des Bundes der Morgenröte jede noch so große Schwierigkeit mit Bravour meistern. Naja, ohne die Hilfe dieses freundlichen Kojin wäre die Sache wohl weniger günstig ausgegangen. Ja, wer ist er? Na, Raphael? Ich heiße Soroban. Sehr freut euch, kennenzulernen. Vielen Dank, Soroban. Wir stehen in deiner Schuld. Doch warum hilfst du wildfremden Personen und nimmst dafür sogar das Risiko in Kauf, verhaftet zu werden? Aus reiner Nächstenliebe würde ich ja gerne sagen, aber das wäre... gelogen. Ich habe gesehen, wie Hancock euch empfangen hat in der Hafenkneipe. Ich dachte, ihr könntet mich ihm vorstellen. Okay, er will irgendwie was mit Hancock wahrscheinlich handeln oder so. Ach, du willst etwas von mir? Ja, oder ihn töten. Wie du siehst, gehöre ich zum Volk der Kojin. Wir verdienen unser Geld durch Handel. Doch seit die Rotpanzer sich als Söldner für die Galea verdingen, laufen die Geschäfte nicht mehr gut.
Die Händler in Kugane fürchten sich vor uns. Für sie sehen wir alle gleich aus. Deswegen wollen wir nun auch mit Ausländern Handel treiben. Zum Beispiel mit der Ostaldenard Handelsgesellschaft. Okay. Ich verstehe. Hancock, denkst du, da lässt sich etwas machen? Du würdest uns einen großen Gefallen erweisen. Er hat uns das Leben gerettet. Aber selbstverständlich lässt sich da etwas machen. Wir sind immer daran interessiert, neue Handelspartner zu gewinnen. Je mehr, desto besser. Hast du das gehört, Donatello? Sehr schön. Ich meine, so rüber. Ach ja, eure Freunde wollen doch zum Festland und suchen ein Schiff, oder? Ihr dürft auf meinem Schiff mitfahren. Danke, Michelangelo. Wirklich? Ich höre jetzt auf. Vielen Dank. Zu einem solchen Angebot sagen wir nicht nein. Abgemacht. Er ist sehr, sehr nett von Soroban, dass er uns auf sein Schiff lässt. Obwohl ich nicht gedacht hätte, dass eine Schildkröte ein Schiff braucht. Es ist kein schönes Gefühl, hintergangen zu werden, doch das Fischgesicht hat auch sein Fett abbekommen. Und das war ein gutes Gefühl. Ein Bedarf an aufregende Situation ist allerdings für das erste gedeckt. Gegen ein bisschen Ruhe hätte ich nichts. Hier nehme ich den Stahlabschütter der Verteidigung. Wo gehst du hin? Da läuft eine ganz verwirrt in der Gegend rum. Na, Lise. Warte. Erstmal ablehnen. Bup. Anlegen. Hier. Dann Lise. Giodo packt aus. Lise will nach Giodo sehen. Unser lieber Giodo sollte bald aufwachen. Seine Schonfrist ist vorüber. Es wird Zeit, dass er auspackt. Auftrag angenommen. Wieso liegt der auf dem Bauch? Ich weiß, dass du dich nur schlafen stellst, Fischgesicht. Ich kann dich natürlich auch mit deiner Kraft den Opa gewacht kriegen, wenn er das lieber ist. Nein, Ross Mac, bitte, ich mach auch, was du willst. Also gut, du erzählst uns jetzt alles, was du über unsere Freunde Yugiri und Gosetsu weißt. Jedes noch kleine Detail, hörst du? Was ich später herausfinden, dass du gelogen hast. Was? Lügen? Ich? Mach ich nie. Ehrenwort, ja. Das war dieser riesige Samurai mit dem finsteren Gesicht, der wollte wie ihr zum Festland drüber und da habe ich ihn wie euch den Galeeren vorgestellt. Ich vorgestellt, meinst du wohl verkauft? Ein edler Spion bist du. Was? Spion? Nein, ich bin Geschäftsmann. Mit der Fischerei läuft's nicht mehr so gut, also habe ich ein Geschäft mit den Galeeren gemacht. Sag ihnen, wenn ich einen Dumana in Kugane sehe und bekomme dafür für eine kleine finanzielle Förderung. Ach, Verzeihung, ich hätte wissen müssen, dass du kein Spion bist. Das bist du in dem Spiel zu dumm. Nein, du bist nur ein kleiner Denunziant. Nichts weiter. Und was geschah dann mit dem Samurai, nachdem du an die Galeere verpfiffen hast? Du bist ganz schön fresh, Fräulein. Der Samurai war furios, aber am Ende haben ihn die Siki Saigumi abgeführt. Dann war also dieser Gosetsu, der Ausländer, der neulich verhaftet wurde, darauf wäre ich nie gekommen. Wenn er von den Siki Saigumi verhaftet wurde, weiß ich, wie wir ihm helfen können. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Schmiergel und euer Freund ist ein freier Mann. Oh, das finde ich aber gar nicht gut. Das mag Alfino anscheinend auch nicht. Der Uldana löst seine Probleme mit Gil. Nicht der ideale Ansatz, doch ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Okay, Alfino ist doch dem Plan positiv gestimmt. Ihr werdet unsere Methoden schon noch zu schätzen lernen, Herr Alfino. Naja. Na, Hancock. Ich möchte mich zu der Siki Saigumi begleiten. Ich kenne einen Gefängnisbeamten dort, der mich mit sich reden lässt, wenn man die richtigen Argumente kennt. Ich begleite dich, Dave und Lise, könnt ihr ebenfalls mitkommen? Mit euch würde ich mich sicherer fühlen. Alles klar, doch was machen wir mit Giodo?
Auf den werde ich so lange ein Auge haben. Sobald Gosetsu wohlbehalten zurück ist, können wir ihn freilassen. Soroban, darf ich dich bitten, das Schiff für eine sofortige Abreise vorzubereiten? Aber was ist mit Yugiri? Mache ich gerne. Seid ihr bereit? Dann lasst uns aufbrechen. Die Sekisagumi-Quartier liegt im Nordteil der Stadt. Aber suchen die nicht nach uns? Ausgang. Ja,